Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of the Lovers of the Wild, Part 199. Ja, um jetzt hier diese Heldenprüfung in Gerudo bestehen zu können, müssen wir einige Stahlkugeln richtig anordnen und zunächst erstmal finden. Also die letzte fehlt mir noch, deswegen ja, begebe ich mich mal auf die Suche nach der, ganz klar. Ich hoffe mal, ich werde hier oben irgendwie habhaft. Aber ja, das wird sich noch herausstellen, Leute. Vielleicht wartet hier auch nur ein Schatz. Wäre schon schön. Nee, wartet gar nichts. Aber auf jeden Fall können wir uns von hier aus einen guten Überblick verschaffen, nehme ich mal an. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sonst geht die Ausdauer ja doch schneller zur Neige, als man zur Neige sagen kann. Oder das liegt hier irgendwo oben. Ja, das sind diese... Ach, Moment. Ja. Das sind hier diese Kriegerinnen, diese sieben Kriegerinnen. Und davon handelt auch diese Heldenprüfung. Was haben wir denn hier? Ein Ei. Eine Laterne. Aha. Die sind doch überall. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Muss man da irgendwie drauf einschlagen? Okay. Kann man das hier irgendwie manipulieren? Vielleicht mit einer Bombe? Nope. Hier kann man nichts bewirken. Ja, hier sind überall so eine komischen Laternen. Das muss doch irgendwas damit auf sich haben, Leute. Oh, da hinten ist auch noch ein Schrein. Den ja, kann ich auch noch erledigen. Da mache ich auf jeden Fall noch. Menschen haben wir ja immer schon drei Zeichen der Bewegung. Also hier, wenn wir das hier gelöst haben, ich denke mal, das ist dann quasi die Aufgabe. Die mit dem Schrein hier in Verbindung steht. Ah, da ist noch eine Laterne. Ja, was bringt uns die aber, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was. Hier ist ja nichts. Ist eine Leiter. Und, guckt mal da drüben. Da haben wir die letzte im Bunde. Okay, dann. Ich meine, ich schaffe das darauf. Ja, ja, das sieht gut aus. Das schaffe ich. Sehr schön. Naja, dann haben wir ja schon mal alle zusammen. Ach Quatsch. Magneten wollte ich jetzt auswählen. Naja, dann haben wir ihn erstmal hoch. Super. So, jetzt müssen wir die nur noch richtig anordnen, ne? Da kann man hochklettern, um das sich näher anzusehen, scheinbar, ne? Das Symbol. Aber ich sag mal, das wird nicht nötig sein. Wir haben ja das Fernglas, ne? Aber es ist für die Leute anscheinend, die das noch nicht haben. Oh, ja, da ist er. Muss auch direkt da rein. Super, da haben wir das ja schon. Welches ist denn das jetzt eigentlich hier? Das ist so ein Kreissymbol. Und das wird hier noch nicht stimmen jetzt, ne? Also insofern wird sich hier noch nichts tun. Ansonsten denke ich mal, wenn wir das geschafft haben, dann taucht hier in der Mitte wieder mal ein Schrein auf. Also höchstwahrscheinlich. Jo, dann machen wir das erstmal korrekt hier. Also von denen... Na, der ist hier schon mal falsch. Das ist wie so ein Komma. Ey. Schade, dass sie so schwer sind. Also Link kann sie nicht tragen. Kann sie nicht heben. Ja, ne? Von alleine, das klappt nicht. Fehlt er jetzt? Nee. Das würde man schon sehen. Anhand einer Animation. Ja, hier sieht es aus wie so eine Schriftrolle, ne? Also hier muss die Kugel mit der Schriftrolle rein. Hier ist eine 2 drauf, ne? Das war die 2. Und die ist da auch auf dem Fuß. Genau, das war dieses. Das ist richtig platziert worden schon. Das Symbol. Ist denn da ein Brett oder was? Ja, ist ein Brett. Geil. Hier ist ein Flammensymbol oder was in der Art. Hier sehe ich nichts. Ah, da muss man dann scheinbar bei den letzten denn nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Was ist denn das hier? Ein Dreieck oder wie? Ich sehe das hier gar nicht richtig. Ich schmeiß die erstmal hier raus. Das ist ein V-Symbol. Was ist denn da oben? Das ist ja das V-Symbol, ne? Ich mal so sagen. Das war hier auch richtig. Okay, dann können wir die Kugel hier auch drin lassen.
Supi. Das passt. Hier ist die Schriftrolle. Also. Sieht zumindest so aus. Ey, was soll denn das? Lass doch nicht los. Ach, scheinbar, wenn man irgendwo runter geht, dann... Okay, na gut, egal. Wo war das Ding jetzt? Hier? Ja. Ah, das hier ist ein Drache. Ach nee, das ist... Das ist kein Drache, das ist unser... Fanabois. Den wir besiegt haben. Der hat jetzt auch auf einem höheren Aussichtspunkt Platz genommen. Super. Okay, hier haben wir das jetzt. So, was brauchen wir hier für ein Symbol? Oh, wäre nur dieser Sandsturm immer, ne? Und überall. Ah, wartet mal, hier ist ja auch noch ein Symbol. Das ist, sind so zwei Punkte, ein Doppelpunkt. Ist hier scheinbar runtergefallen oder so? Ne. Ne, ist da oben. Ah, vielleicht sehe ich das ja von hier aus. Oh ne. Weil höher kann ich die Kamera leider nicht einstellen. Das sehe ich auch von hier aus überhaupt nicht, was das sein soll. Könnte das Komma sein? Da muss ich dann doch nochmal hier hoch. Oh nein, wollte ich eigentlich vermeiden. Scheiße. Es sieht aus wie das Komma. Ja. Na, schaffen wir das? Ja. Zur Leiter, das kriegen wir locker auch durch Sprünge hin. Ja, ohne jetzt das Outfit zu wechseln. Also ihr könnt ja wieder das Bergsteiger-Outfit anziehen, ne? Dann hätten wir auch mehr... Oder es ginge schneller auf jeden Fall. Na klar, kann Link schneller klettern. So. Dalle. Nein, was mache ich denn hier? Ne. So wird das nichts. Das ist ja so leider so ein... Steht leider so relativ weit vor. Dieses Gerüst hier. Was sind da oben eigentlich? Oh, Wächter. Wächter-Überreste. Ach so, hier können wir auch hochgehen. Einfach schlicht und ergreifend. Nicht, dass hier mal so ein Brett sich wieder löst und hinabstürzt. War hier auf der richtigen Seite? Nö. Da kann er dann auch nicht klettern, zum Glück. Jetzt würde es uns ganz schön in die Irre führen. So, dann zeig mal, was du hier hast. Was ist das für ein Symbol? Ah, das ist die Flamme. Okay. Das ist die Gott, ist das hoch. Oh, dieser Sand. Die Flamme muss hier hin. Dann hol hier mal die Kugel raus. Oh, das war blöd. Und die Kugel raus, damit wir wissen, dass hier was anderes hinkommt. Mann, jetzt die Flamme hier. Hier. Was kommt mir eigentlich hin? Moment. Hier ist das Komma. Okay. Oh Mann. Lass doch nicht los, Mann. Also fern Link irgendwie in einem Vorsprung runterfällt oder runtergeht einfach mal. Das war ja noch kein Fallen. Da wird dann auch sofort die Energie abgeleitet. So, da haben wir schon mal die richtigen Symbole. So, da war das Komma. Das Komma war doch auch gleich hier, oder? Genau, da haben wir es doch schon. Ja. So, das ist korrekt. Was waren hier? Genau, das V war ja richtig, ne? Ja, das war richtig. So, was hatten wir hier? Hat der hier was auf den Füßen? Na, die sind leider stark beschädigt, diese Ruinen. Um uns das Leben schwerer zu machen. Sieht man das von hier aus? Wir sehen jetzt gar nicht mehr.
Was war denn da jetzt für ein Symbol? Aber ich glaube, da hatte ich es auch richtig angehauen, dann richtig. Was war denn das hier eigentlich? Das sehe ich jetzt nicht. Nee, das sehe ich nicht von hier aus. Na, ist egal. Probiere erstmal die anderen. Da war das. Moment. Ich kann ja einfach mal, ne? Das müssten wir ja fast schon alle richtig angeordnet haben, ja? Vielleicht stimmt das sogar schon. Nee. Dim, dim. So. Was ist denn das? Nee, das war richtig hier. Hä? Genau. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich durcheinander. Nein! Wo ist denn jetzt nichts drin hier? Muss ich denn jetzt was entnehmen? Ah, hier. Oh, vielleicht stimmt's schon. Mal gucken. Hier ist ein glücklicher Zufall. Aber man weiß ja nie. Nee, ist falsch. Was ist da eigentlich? Was sind wir jetzt hier? Von wo bin ich eigentlich gekommen? Jetzt ist die Orientierung weg. Nee, V war hier richtig. Das weiß ich noch. Das war auch richtig hier. Dann sind es wirklich nur noch zwei, ne? Was war denn das hier? Das war genau, das war das Komma. Das war auch richtig. Na, ist egal. Das war richtig. Ja, gut. Fehlt ja nicht mehr viel. Da waren wir ja oben. Genau, das war die Flamme. Die ist korrekt. Das war das Schrift. Genau, das Schriftsymbol. Schriftsymbol, ich sag schon. Das Schriftrollensymbol. Und hier. Hier weiß ich es, glaube ich, nicht. Aha, nee, hier weiß ich es nicht. Dann müssen wir die bloß vertauschen, glaube ich. Dann haben wir es ja schon. Ne? Gell? Was war denn hier nochmal? Das Komma? Nee, aber nicht das Komma. Hier war das V. Genau. Die waren ja richtig. Na, dann brauchen wir die bloß noch zu vertauschen. Na, ist doch super. Also, wenn ich jetzt nicht gänzlich falsch liege. Hm. Ey. Vielleicht muss ich ja dann doch noch irgendwas machen. Wird ja noch irgendwas mit diesen Laternen da auf sich haben, ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier. Vielleicht sollen die einen aber auch bloß den Weg weisen. Ne? Ah ja, das war's. Okay, die Sequenz wird ausgelöst. Und der Schrein erscheint, richtig? Ja. Das dürfte dann die Heldenprüfung schon gewesen sein. Ach, vielleicht kommt noch ein Kampf. Kann ich mir vorstellen. Ne? Ich meine, es ist eine Heldenprüfung. Ne? Yeah, nichts wie rein hier. Die sieben Kriegerinnen geschafft. Nee, gilt als geschafft. Naja, gut, das Geheimnis da. Um diese sieben Kriegerinnen haben wir jetzt gelöst, auf jeden Fall. Was es damit auf sich hat, mit dieser Quest. Das heißt ja noch nicht, dass wir den Schrein gelöst haben. Aber ich nehme es stark an. Also es deutet zumindest darauf hin, dass es das jetzt war. Oder? Nee, das Wasser. Oh, das muss doch nichts heißen. Nee, wir haben es geschafft. Okay. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Kiyoshi. Oh, du hast die Prüfung bestanden. Ja, okay. Das war die Prüfung. Die Heldenprüfung. Sehr gut. Ich hatte mal was Besonderes hier drin, außer irgendwie Waffen. Nein, hat Waffen. Da ist natürlich kein Platz mehr. Mensch, haben wir eine Stärke. 24er Lanze. Wir haben ja noch Lanzen gehabt, oder haben wir überhaupt noch eine Lanze? Eine 24er Lanze, also für eine Lanze ist das ziemlich gut, aber... Was soll ich ihn stattdessen rausschmeißen? Eine 24er Lanze ist super, weil die hat eine sehr schnelle Schlagabfolge. Das kann natürlich einiges wettmachen, ne? Ich weiß es nicht, Leute. Die Waffen sind sonst alle. Ja, ein Eisschwert ist auch ziemlich gut. Das sollte man nicht unterschätzen. Nee, ich kann leider
die Lanze nicht mitnehmen. Das wäre jetzt Quatsch. Ja. Naja, geschafft ist geschafft. Bam, 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 bam. Sehr gut. Haben wir wieder und alle. Sehr schön, alles ist wieder voll. Dienst hat er erfüllt. Geht in die ewigen Jagdgründe ein. Wie? Ach nee. Zwei haben wir. Zwei brauchen wir noch. Und dann haben wir wieder ein Herz mehr. Das ist super. Titanen haben wir ja alle. Also da kriegen wir keine Herzcontainer mehr. Die kriegen wir jetzt nur noch durch die Schreine. Also insofern, ja. Also sprich durch die Zeichen der Bewegung, ne? Von denen man ja immer vier benötigt an der Zahl. Okay, das haben wir geschafft. Was haben wir denn jetzt noch hier eigentlich an Quests? So, ne? Was sagt das Tagebuch denn? Also hier in Gerudo auf jeden Fall. Das ist in Hateno. Geheimnis der drei Zedern, genau. Das ist Kashiva. Im Rachen des Drachen. Aha, ja, da war auch von irgendeiner Schuppe ein altes Lied gesungen. Quelle des Mutes entdeckt. Dort sprach die Stimme der Göttin. Genau, da spricht immer eine Göttin zu einem und die will eine Schuppe haben. Des Geistes Farodra. Da, ja, das muss auch noch irgendwas besonders damit auf sich haben. Was genau? Also da habe ich noch absolut gar keinen Schimmer. Hyrule. Gerudo wüsste die achte Kriegerin. Das ist dann doch noch was anderes, ja? Na, ja, das war mehr Link in dem Moment, ne? Die achte Kriegerin. Ja. Okay, ich guck mal auf die Zeit. Ja. Müssten wir eigentlich noch genug Zeit haben. Das wird jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch genommen haben hier. Oh doch, 17 Minuten schon. Nein, nicht doch. Das ist ja unschön, das ist ja unschön. Curry gegen Kälte, Stall der Orni. Verborgene Kräfte. Hateno-Institut. Ach so, ja, hier für die, verstehe, für diese besonderen Waffen. Holz. Bündel gebracht. Er hat Wort gehalten, den Preis von auf 3000. Sprecher und du. 3000 Rubine. Achso, fürs Taumhaus. Ja, stimmt, da war ja was. Oh, das war mal sehr teuer. Verdächtiger Verkäufer. Holm. Ach, das war der mit dem Monsterladen. Ja, den haben wir auch schon. Gut, achte Kriegerin. Bei den Gerudo erzählt man sich eine Legende von sieben Kriegerinnen, aber angeblich soll es eine achte Kriegerin der Gerudo-Hochebene geben, die noch heute von den Gläubigen verehrt wird. Um die Sandstiefel zu... Ach so, Sandstiefel, da gibt es dann was Besonderes. Sollst du ihren Oberkörper auf einem Bild festhalten, dass du dann Tuska zeigen kannst. In Gerudo-Stadt soll es jemanden geben, der sich mit der Legende der Kriegerin auskennt. Oh. Verschwunden, Stall der Schlucht. Ach so. Gehen wir mal. Wüstenbazar, genau. Ach so, da gibt es Monsterzutaten. Okay. Magie des Eises. Aha, das war was ganz anderes. Dorf der Zoos, da sollte man sich öfter mal angucken. Ja, die ganzen Quests. Und doch mitunter was zu tun, ja. Das hatte ich eigentlich schon erledigt, dachte ich. Oh, Bilder, es reicht, wenn der Kopf zu sehen ist. Ach so. Muss nicht der gesamte Wal abgebildet sein, das reicht, wenn der... Ach so, der Kopf muss immer. Ah, na, hoffentlich haben wir das... Wie viel sind denn das eigentlich? Jetzt haben wir ja schon einige gefunden. Kolossale Knochen, oder? Hatte ich um Bilder von... Region Hebra im Nordwesten und in der Region Ruhl im Südwesten. Ja, Eldin, glaube ich, muss ich noch, oder? Eldin? Oder Hebra, eins von beiden muss ich noch machen. Ich glaube, dann kann ich zu ihr auch zurück, oder? Nee, das mache ich jetzt mal nicht. Scheiße. Muss ich nochmal die von der Kriegerin ja aktivieren, die Quest. Genau, die wollte ich ja noch machen. So, Leute, kann ich mich da jetzt erstmal, muss ich mich erst zurück teleportieren wahrscheinlich ja nach Gerudo zunächst, okay. Muss ich mit demjenigen nochmal quatschen, der sich damit auskennt. Mit dem Archäologen. Denke ich mal. Dann können wir den Fotoapparat dann neu zum Einsatz bringen. Oberkörper muss abgebildet sein. Okay, okay, okay. Naja, gucken wir uns mal näher um da. Wo auch immer wir hin müssen, ne? Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber ich vermute mal auch irgendwo. Bei Hochebene stand da, ne? War das auch. Da gibt es eine Menge zu entdecken, anscheinend in der Hochebene. Oder auf der Hochebene, wie sagt man? Ist ja eher ein ganzes Gebiet.
Jetzt rennt der einfach davon. Hallo? Warum rennt der jetzt davon? Das ist ungünstig. Aber links scheint schneller zu sein. Und hat mehr Ausdauer. Das ist ja kein Wunder, er hat sehr ausgemixt, die Ausdauer. Hey, bleib stehen, verdammt! Oh, nur ein Mann. Ich habe gehört, Gerudo-Damen mögen Männer mit Sandstiefeln. Deswegen auch nicht. Ach so, ja, das war der mit denen. Aber nix. Niemand spricht mich an. Vielleicht stimmt das mit den Stiefeln gar nicht. Und jemand hat sie einen Scherz erlaubt. Sandstiefel? Mit Sandstiefeln kannst du auf Sand ganz normal laufen. Ich laufe eigentlich die ganze Zeit ganz normal, aber gut. Jeder Wüstenbewohner braucht sowas. Aber ihr Erfinder hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Also sind solche Stiefel sehr schwer zu finden. Du bist neidisch, was? Ja, total. Ich will Sandstiefel. Du willst meine Sandstiefel? Hast du mir denn nicht zugehört? Die sind unglaublich selten. Ich müsste schon bei einer Frau schwer überlegen, aber einem Mann gebe ich sie ganz bestimmt nicht. Ja, ich kann mich als Frau verkleiden. Ne? Ich habe zu tun hier, verschwinde. Na, ich glaube, ich muss mich verkleiden jetzt schnell. Ah, dann sieht's anders aus. Ne? Ah, die kriegen wir so gleich. Okay, dann müssen wir das gar nicht erst beschaffen. Oh, umso besser, ne? Aber dann verrät er uns vielleicht wenigstens, wo die zu finden sind. Na, uns seine schon nicht geben will. Wie geht's? Wenn du magst, können wir über meine Sandstiefel oder die achte Kriegerin reden. Sandstiefel? Mit Sandstiefel kannst du auf Sand ganz normal laufen. Jeder Wüstenbewohner braucht sowas. Aber ihr Erfinder hat sein Geheimnis mit uns. Ach so. Wenn du möchtest, können wir über meine Sandstiefel... machen wir die achte Kriegerin. Das drehen wir uns im Kreis. Es gibt bei den Gerudo eine Geschichte von 7 Kriegerinnen. Aber es soll noch eine achte Kriegerin geben. Angeblich wird sie noch heute von den Bewohnern Gerudo Hochebene verehrt. Dort nennt man sie die rotbraune Riesin. Das ist alles, was ich weiß. In Gerudo-Stadt sollte sich jemand finden lassen, der sich mit der Legende um die 7 Kriegerinnen auskennt. Ich dachte, du bist das. Also wenn du mir ein Bild oder so zeigen könntest... Auf dem Bild sollte der gesamte Oberkörper sichtbar sein, wenn es geht. Du Ferkel. Wenn du möchtest, könnten wir über meine Sandstiefel... Okay. Die Achtkriegerin ist eine Legende. Viele haben nach ihr gesucht, aber niemand hat etwas gefunden. Aber während wir der Legende nachgehen, freuen wir uns langsam an und dann... Ja, das war das Rätsel der Lösung. Muss ich ihm als Frau ausgeben. Der arme Tropf, wenn der wüsste, was blöde ist. Na, vielleicht weiß sie ja was darüber, ne? Irgendjemand. Savak, den ganzen Weg, bla bla, Sulzkeks. Statue der Göttin, nein, das wollte ich jetzt nicht. Die brauche ich jetzt aktuell noch nicht. Eine schöne Hexenlache. Nee, aber das ist sie nicht, die sich damit auskennt. Ja, die sowieso nicht. Die hat es nur mit Robben. Also wirklich weitergekommen sind wir jetzt dadurch nicht. Hochebene, na gut, ich beam mich einfach in die zur Hochebene oder reite dahin oder was auch immer. Damit du von den Gläubigen verehrt wird, um die Sandstiefel zu halten, solltest du ihren Oberkörper auf einem Bild festhalten, dass du einen Tuska zeigen kannst. Also nur mit Tuska. Steht das in Verbindung hier, dieses Quest? In Ruhestadt soll es jemanden geben, der sich mit der Legende der Kriegerin auskennt. Ja, vielleicht ist es die andere ältere Dame, ne? Auf der anderen Seite. Ich kann mich daran erinnern, eigentlich habe ich schon mit jemandem darüber gesprochen, aber... Das kann ja nur eine ältere Dame sein, ne? Genau, das ist die nächste ältere Dame. Ja, den haben wir beruhigt. Ja, ja. Jung und so weiter, pipapo, ja, Billa. Ey. Du bist auch nicht. Ach, hier ist jetzt die Umweltverschmutzerin. Savak, ich bin dir wirklich dankbar. Als ich diesen ganzen Abfall gesehen habe und die weinende kleine Weihe daneben, hat es in mir Klick gemacht. Ich werde nie wieder in meinem Leben meinen Müll einfach so in die Landschaft werfen. Oh, das ist super. Der Abfall hier. Ich habe keine Lust, für jeder einzelne zum Abfalleimer zu laufen. Ich werde später alles auf einmal entsorgen. Das ist clever. Was guckst du mich so an? Ich habe meine Lektion gelernt. Ich schmeiß das alles später in die Tonne. Also entspann dich, ja?
Aber bitte in die Biotonne, ne? Aha, aha. Ja, hier sind auch wieder die Robbenköniginnen. Was sag? Sandro, bla bla. Die haben so nur mit Sandrobben. Nee. Oh. Gottes Willen. Für diese Wucherpreise. Und die Robben hauen dann sowieso ab. Die müssten sich ja damit auch auskennen, ne? Also die sie, glaube ich. Oder? Tekla? Savak. Nichts für mich. Ja, naja. Ist also so nur Quatsch, was du hier von dir gibst. Lanya vielleicht. Ja. Auch nichts. Du? Nee. Nee, auch nicht. Gut, denn es ist wahrscheinlich die. Die Kriegerin an der Seite von Riju, ne? Quasi die Leibwächterin. Die müsste sich damit auskennen, oder? Donnerhelm, ja. Einzigartige Relikte. Ah, wo du es sagst, genau. Bammel, la, Sülz, Keks. Weiß auch nichts. Ach, okay, das war jetzt das mit den Relikten, aber nichts von der Kriegerin, ja. Gut. Also ein kleiner Hosenscheißer hier, der wird es ja auch nicht wissen, ne? Hosenscheißerin, pardon. Hier sind ja nur Frauen und beziehungsweise Mädels zu finden. Hier kennt sich irgendwie keiner mit aus. Aber ist auch egal. Masaiga? Nee. Echt? Ja, ihr kennt euch auch nicht aus, ne, mit der. Ah ja, die quatschen nur über den Titanen. Denn schon lange Geschichte ist. Die will nur da rein. Und ja, nee, das war's wohl. Da muss ich, oder sie? Ja, 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 der Titan, Blasülzkeks. Nö. Die weiß auch nichts. Na, da muss ich mich irgendwie selber versuchen, da auf die Suche zu begeben. Oh, Quatsch, schon auf damit. Muss mal gucken, wie spät es ist. Oh Gott, die Folge ist ja schon wieder viel zu lang, verdammt. Ah, ups. Muss ich mal schnell als Ninja verkleiden. Was heißt verkleiden? War es noch nicht heiß? Oder zu heiß? So ist die Hochebene. Aktuelle Position. Hier ist doch die Hochebene irgendwo. Gerudo Hochebene, wo sind die? Gerudo Ruinen, östliche Bar Dostal. Das ist wahrscheinlich der Name Programm. Ost-Gerudo, wo ist denn die Hochebene hier? Südoase, Riesenfossil, das haben wir ja schon. Droiden, Westgerudo, Westgerudo, Eiskeller, genau, den kennen wir auch schon. Ey, wo ist denn das hier? Gerudo-Gipfel. Hoch, hier ist eine Olpa. Was ist eine Olpa-Hochebene? Was sind die Gerudo-Hochebene, sagt man. Nord-Gerudo-Fels, Gerudo-Wüste. Alles mit Gerudo. Gerudo-Tal. Du musst es ohne. Ost-Gerudo-Hochland. Ich weiß es nicht. Soll es da sein? Tore von Perit. Ost-Gerudo-Hochland. Ja. Nee, der Rest hat nicht mehr mit den Gerudo zu tun, ne? Richtig? Gerudo-Wüste, Nord-Gerudo-Fels nur. Beridin. Nee, das hat aber nichts zu tun hier. Nee, nee. Ah, ich denke mal hier in Ost-Gerudo irgendwo. Hier war ich ja auch noch nicht, ne? Hier ist wieder so ein komisches Labyrinth anscheinend. Ah, ich mache mal die Markierung hier hin. Ja. Söderle. Da waren wir anscheinend schon. Ja, hier irgendwo muss es sein. Nämlich stark an. Haha. Juhu. Hi. So, und was
Richtung Osten unterwegs. Ne, Richtung Süden momentan. Wir müssen genau in die entgegengesetzte Richtung mal wieder. Habe ich das Teil jetzt gelassen nach der Neuropol. So, mehr da lang, genau. Oh oh, ich höre schon wieder irgendwelche Exalviecher. Und sehe auch welche. Die lungern da am Sand. Ganz toll. Also da, wo vorher der Phanaboos war, ne? Denke ich mal. Genau. Hat sich ja sehr weit weg bewegt von seiner ursprünglichen Position. Ja, da sieht es auch aus wie irgendwelche... Ah, da war ich glaube ich schon, oder? Bei den Ruinen da hinten. Ah, dass man das nicht auf der Minimap sehen kann, ja? Also, puh. Das brauche ich bloß hier so ein oller Sandsturm kommen. Oh, wir sind schon im richtigen Weg hier. So, friert er jetzt? Nee. Alles gut, alles cool. Das heißt langsamer eigentlich, schneller, aber schneller geht's nicht. Wir haben schon die Maximalgeschwindigkeit hier erreicht, leider. Oh, noch mehr Sand rum, das ist ganz gut. Was ist denn das hier eigentlich? Nee. Das ist nichts. Dem muss ich, glaube ich, keine Bedeutung beimessen. Oh, hier sind irgendwie da irgendwelche Totenschädel, sprich Gegner werden da, da drin hocken. Um auf unbedarfte Abenteurer zu warten, ne? Ist ja klar. Um die dann überfallen zu können. Naja, hier war ich doch auch schon, oder? Mhm, das sieht aber sehr bedeutungsvoll aus hier. Ja, hier gibt es auch auf jeden Fall einen kleinen Krog. Mal wieder. Nicht, dass ich unbedingt noch einen bräuchte. Ich habe es mir hier nicht zur Aufgabe gemacht, alle zu finden. Hat das hier mit der Kriegerin schon zu tun? Ostgerudo, das heißt einfach nur Ostgerudo. Aber dass hier Ruinen sind oder so, interessiert ihn nicht. Ich könnte mich doch da auf Phanaroboros. Warum heißt es denn immer, ich kann mich da nicht mehr hinbegeben zu dem Titan oder auf den Titan, ne? Vielleicht haben sie das durch den Patch verändert und die Übersetzung ist immer noch dieselbe. Könnte natürlich auch sein. Kein Plan, Leute. Aber ich glaube, hier kann ich nichts weiter tun, oder? Naja, hier wird auch noch ein... Oh, was ist denn das da? Ah, ich kann jetzt leider kennen. Nichts aktivieren, das muss irgendwo weiter oben sein. Ah, wir sind schon auf dem richtigen Weg, denke ich. Hm, ja. Ja. Ist das oben weiter gelegen hier, dieses Labyrinth? Na gut, das wissen wir mal nicht so genau, ne? Das kommt mir ja tiefer gelegen vor. Tore von... Ja, wahrscheinlich... Ich meine, es heißt schon Tore. Dann sollten wir uns eher dahin begeben. Ne? Also das scheint der Eingang zu sein. Frierst du, schwitzt du? Nein. Ah, die Temperatur ist ja auch okay. Ist ja gemäßigt gerade, ne? Brauche ich mir jetzt darum keine Sorgen machen. Na komm. Eine Agave, wie das, ne? Oder eine Aloe Vera. Ich glaube, die sind ineinander verwandt, diese Pflanzen. Bin ich dann richtig immer noch? Ja, oh ja, es geht viel weiter, erstreckt sich über eine deutlich größere Entfernung. Ah, ich glaube, von da bin ich gekommen, oder? Ursprünglich? Nee. Nee, nee, glaube ich jetzt auch nicht. Das sind die Tore, richtig? Bin ich richtig hier? Boah, ich bin richtig. Okay, langsamer. Zur Stadt können wir uns ja immer zurück teleportieren, das ist nicht das Problem. So, Leute, ich finde das so wahnsinnig spannend. Möchte gerne weitermachen, aber ja, das muss ich dann trotzdem verschieben auf die nächste Folge. Ja, auf jeden Fall. Also dann, Leute, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like gen Norden da. Bis dann.